leichte, minimale Vorteile vielleicht jetzt nach gut einer Viertelstunde für die Gastgeber. Busian. Und Daniel Siebert zeigt auf den Punkt. Strafstoß, die Entscheidung. Das habe ich im ersten Moment nicht so gesehen, aber die Entscheidung von Daniel Siebert war klar, kam sofort. Wir gucken noch mal hier die Hereingabe von Busian und in der Mitte. Wird dann Evseev zu Fall gebracht. Ob das ein Schubser war, also aus dieser Perspektive mag ich mich da nicht festlegen. Die Proteste entsprechend heftig bei den Sportfreunden. 18. Spielminute. Sufjan Benjamina tritt an gegen Benedikt Fernandes. Und viel souveräner kann man so einen Strafstoß nicht verwandeln. Also, Hansa geht hier in Führung. Diskussionen hier zwischen den beiden Trainern. Ganz locker und souverän verladen. Keine Möglichkeit da für Benedikt Fernandes. Also erstes Saisontor für Sufjan Benjamina. Eine der Konstanten im Team von Hansa. Und da ist die Stimmung natürlich richtig gut. An die 2000 Fans sollen angeblich aus Rostock hier ins Tecklenburger Land gekommen sein. Die Fans. Und wieder abgeblockt das Ding. Immerhin noch mal ein Schussversuch. Es ist nicht der Tag von André Dey heute hier. Alle Standards geschossen, alle Freistöße. Die Ecke und jetzt die Möglichkeit. Tor ist leer, Fernandes draußen und das ist das 2:0. Brian Henning macht hier die Sache klar für Hansa Rostock. Er hat das Auge, er jubelt sein Trainer. Was für ein Treffer. ...22 Jahre alt und dann macht er das so abgezockt, dann lacht er. Der Benedikt Fernandes war raus aus seinem Kasten. Hier sehen wir es nochmal. Passt perfekt. 0:2. Unglückliche Aktion von Benedikt Fernandes. Mit seiner Erfahrung, 32 Jahre alt, so ein Ding darf ihm eigentlich nicht passieren. Und er jubelt über das 0:2 hier in Lotte. Ja, das bahnte sich an, da hinten die Unsicherheiten in der Defensive und dann lässt sich auch ein Benedikt Fernandes da anstecken. Gute Reaktion, klasse Treffer von Brian Henning.